Kenzie Cooper, genau der ist es. Kämpfen. Kämpfen. Ich hoffe, das wird diesmal irgendwie was, weil der ist schon sehr, sehr stark. So, scannen wir den mal. Haben wir vorher schon. Er hat früher in Cooperham gelebt. Hm. Wollen wir Mitglied wechseln? Da gehen wir auf Bu. Und wir selber, was tun wir eigentlich? Er paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Und vermutlich eh nicht. Ich riskiere es gar nicht erst. Super, jetzt habe ich den stärkeren Sprung vergessen reinzunehmen. Dass man das nicht blocken kann. Halt, dass ich das nicht blocken kann. Das nervt. Voll verschissen wieder. Komm, dreh dich einfach nicht springen, bitte. So, was erfrischen wir uns? Der muss doch machbar sein für mich. Oh. 20 Punkte, das wäre schon ein bisschen too much. Na ja, komm, nehmen wir es. Ey, kann ich das nicht blocken? Jetzt kann es doch nicht sein. Ich habe gemacht 3 Schaden bis jetzt. Da muss doch irgendeinen Trick geben mit dem, oder? Na klar. Neunundfünfzig von 70. Und schon wieder. Irgendwas muss es hier doch geben. Das kann es doch nicht sein.
Okay, es funktioniert sogar. Erfrischung. Zeit aber auch mit dem Sternenzeugs müsste ich ihn auch stunnen können, glaube ich. Wir sind noch mal unsichtbar. Oder sonst keine Ahnung. Also irgendeinen Trick muss da bei dem geben, weil. Keine Ahnung. Ja, und ich weiß ihn auch. Der Schrumpfsprung. Den Orden, den ich jetzt nicht bei mir habe, halt nicht angezogen habe. Naja, machen wir das Beste noch draus. Kampflos geben wir nicht auf. Aber genau für solche Gegner ist er da. Definitiv. Okay, das klappt nicht bei dem. Na, ist das auch nicht weiter schlimm. Wir lernen ja daraus. Im Prinzip man bekommt man schon einiges runter, nur es klappt einfach nicht komplett. Das ist totale Scheiße, weil das wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Aber es muss mit dem Schrumpfsprung funktionieren, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, nehmen wir nochmal den Hammer hier. Perfekt. So, und dieses Mal machen wir den Schrumpfsprung. Und warum funktioniert das nicht? Armt einen fliegenden Gegner, wenn es klappt, wird da, 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 da. Bullshit, alles Bullshit. Mitglied wechseln. Mit wem mache ich jetzt am meisten Schaden hier? Sehr speziell dieses Bodengegner zu treffen. Probieren wir es mal. Dem Feuerpanzer. Okay, 5 Schaden. Ja klar, er wurde natürlich umgehauen. Aber es kann jetzt sein, verkleinert einen Gegner und schwächt ihn. Muss doch funktionieren bei dem.
scheiße. Sollen wir denn den besiegen, bitte? Also man kann nicht blocken, man kann nicht ausweichen. Kann ich dem überhaupt was anhaben? Ja, man konnte es blocken, es macht einen Schaden weniger dann. Also es geht doch, aber es macht so dermaßen viel Sinn. Sehr schwer bei dem, sehr schwer. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Gegner hier besiegen soll. Noch nicht. Gehen wir da einfach mal so, oder? Als nächstes werde ich dann Wachmann ausrüsten. Ja, nee, ist klar, oder? Jetzt funktioniert das plötzlich so. Ach komm, was für ein Lappen, ey. Ah, der ist verschissen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, gell? Es ist...
So, zuerst scannen wir ihn. Hauen wir das Wiegenlied rein, das vorher so gut geklappt hat. Ist perfekt. So, Sprung und der Schrumpfer machen wir jetzt auch. Das hat vorher funktioniert. Der Kleine rafft's gar nicht. So, und dann können wir den wechseln und wir nehmen Bart. Und ich mache den Powerhüpfer. Ich hoffe, ich schaff's mindestens dreimal, weil sonst rentiert sich das echt nicht. Ne, der Powerhüpf ist ein voller Scheißdreck. Nehmen wir den Powersprung. Den Elektroschock. Jetzt, was machen wir jetzt? Das pennt er nicht mehr. Machen wir wieder Wiegenlied. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn wir ihn so auf dem Rücken halten, können wir optimal. Ganz ehrlich, ist ja super. Und der Schrumpfer? Aber ich glaube, wenn er so klein ist, brauchen wir den Schrumpfer gar nicht. So, Wiegenlied nochmal. So, jetzt müssen wir ihn irgendwie umhauen, dem Powerhüpfer. Scheiße, das habe ich jetzt total verkackt. Machen wir den Elektrohieb. So, was wir brauchen... Machen wir den Powersprung nochmal da. Aber was ich komisch finde jetzt irgendwie ist nochmal Wiegenlied, dass ich den nicht mehr auf den Rücken bekomme. So. Vielleicht mit dem Schrumpfer. Ja, perfekt. Auf dem Rücken ist er. Und dort ist er mir definitiv lieber. Also wartet definitiv das nächstens auf das Ultra-Level angehoben.
Wiegenlied. Scheiße. Mitglied wechseln. Gehen wir auf Bu. Und unsichtbar. Ja, okay, das wäre jetzt eh noch gegangen, aber nicht, dass dem noch einfällt, irgendwie zu springen. So, Sterne, Wiegenlied. Viel braucht's nicht mehr. Einmal hat er schon, war schon resistent dagegen, das ist gar nicht toll. So, dann Mitglied wechseln, dann gehen wir wieder auf Wart zurück. Ich glaube, Sushi müsste auch mit seinem Tsunami das können, aber ja. Nichts, was dafür geeignet wäre jetzt. Im Bebenhammer. Bevor es jetzt total in die Hose geht, nehme ich das Gelee, ist mir egal. Der Gegner ist es wert, definitiv. Ist mir egal, ob das jetzt verschwendet war oder nicht, bevor das in die Hose geht hier. So, Fokus. Also einmal hätte nicht resistent sein dürfen. So, 9 Punkte noch. 9 verdammte Punkte noch. Und Wiegenlied. Ja, und er pennt wieder. Und weg ist der. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich den Gegner jetzt schaffe. Ich hätte es nicht gedacht. Nicht mal annähernd. Hey.